Hi, ich bin Rico, 17 Jahre alt und damit auch herzlich willkommen zu meinem allerersten Video auf diesem Kanal. Ich bin schon seit einem Monat mit der Organisation Kulturwerke Deutschland in Amerika, platziert Colorado, nähe Denver. Ich werde noch 9 weitere Monate hier bleiben und heute nehme ich euch mit in einen Highschool-Tag als ein Austauschschüler. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Also ich bin jetzt gerade aufgestanden, ich mache mich jetzt ready. Ich tue jetzt Zähne putzen, Haare waschen, dann werde ich wahrscheinlich auch hochgehen. Was frühstücken, die Spülmaschinen noch ausräumen, bevor wir zur Schule gehen. Und gegen 8.05 Uhr werden wir dann das Haus verlassen, weil heute fängt der Schultag ein bisschen später an. Und da nehme ich euch dann auf jeden Fall in den ganzen Schultag mit. Also, bin jetzt fertig, habe mich jetzt ready gemacht. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man den Ranzen packt, weil das ist ein bisschen anders hier mit dem Stundenplan als in Deutschland. Und das will ich euch mal zeigen. Also, ich bin jetzt dabei, den Ranzen zu packen. Als Anfang mache ich immer den Laptop rein und das finde ich auch relativ geil hier. Wir machen das meiste über das Laptop und das ist halt viel besser als in Deutschland. Bei mir in meiner Schule machen wir noch viel mit Papier und das ist ein bisschen nervig immer. Aber hier machen wir natürlich auch was ein bisschen mit Papier, deswegen ein paar Hefter. Und heute habe ich nämlich jede Stunde einmal. Ich habe 6 verschiedene Fächer und ich habe jedes heute einmal auf jeden Fall. Sonst ist es nämlich so, dass wir montags und mittwochs die gleichen haben. Und dienstags und donnerstags haben wir die gleichen Fächer. Das war es jetzt auch schon, das ist nicht mehr so viel. Ranzen schon fertig gepackt und dann gehen wir jetzt hoch. Also ich habe jetzt leider vergessen zu filmen, als wir ins Auto gestiegen sind, aber das ist meine Schule. Ich bin jetzt hier auf dem Parkplatz. Ja, und dann zeige ich euch mal, wie die Schule von innen aussieht. So, meine erste Stunde ist jetzt Power Weights. Ich laufe jetzt zu dem Locker Room, ich bin ein bisschen spät dran und dann wechsle ich. Also ziehe mein Hoodie aus und dann geht's in den Power Room. Okay, also ich bin jetzt auf dem Weg zu US Government. Ich habe jetzt Power Weights fertig, also wir waren jetzt nicht im Power Weights Room, aber wir waren in der Sporthalle und haben da ein bisschen Sport gemacht. Und jetzt habe ich Government, schreibe wahrscheinlich einen Test. Und ja, zeige ich euch mal kurz den Klassenraum. Und ja, hier ist jetzt mein Raum. Und da habe ich jetzt Unterricht. So, ich bin jetzt auf dem Weg zur nächsten Stunde. Ich habe jetzt Global Science. Government ist jetzt fertig. Ich habe mir den Test geschrieben. War relativ leicht, weil es war Open Notes. Also wir konnten alle unsere Notierungen angucken. So, ich bin jetzt raus aus Global Science. Wir haben da eigentlich schon so ein Dokument ausgefüllt zu so Klimawandel und so. Jetzt geht's weiter in Englisch und ich kann halt im Unterricht nicht viel filmen, weil ich muss halt immer das Handy weglegen. Und ich glaube, nach Englisch habe ich noch Lunch, da nehme ich euch dann auf jeden Fall auch noch mit. So, ich bin jetzt in Englisch. Wir haben noch so ungefähr 10 Minuten Zeit, um zu lernen und dann schreiben wir auch einen englischen Test. Aber die Lehrerin meinte auch, das ist eher so Multiple-Choice-Test und ja, dann habe ich, denke ich mal, danach Lunch oder noch eine Stunde und dann nehme ich euch auch noch mit. So, also wir hatten jetzt Business rum. Ich habe da auch ein kleines Ausschnitt kurz gezeigt. Wir haben ein Plakat gemacht. Ich sitze jetzt bei einem Freund im Auto und wir fahren jetzt zu McDonald's für Lunch, weil es halt in der Nähe. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit für Lunch und dann geht es wieder zurück. Dann habe ich meine letzte Stunde Marketing und dann bin ich auch fertig für den Tag. Dann sehen wir uns, wenn ich bei McDonald's bin. Wir sind jetzt bei McDonald's, ich habe bestellt, wir essen jetzt was und dann geht es auch schon zurück zur Schule wieder. Okay, wir waren jetzt bei McDonald's. Wir waren jetzt bei McDonald's, haben gegessen und jetzt fahren wir wieder zurück zur Schule, haben meine letzte Stunde, mein Freund hat noch 2 Stunden und dann geht's nach Hause. So, Schule ist jetzt Ende. Letzte Klasse ist rum. Wir haben jetzt 14.10 Uhr, glaube ich. Ich laufe jetzt gerade zum Auto. Wir sind ganz hinten am Parkplatz. Da nehme ich euch auch auf den Rückweg mit und dann mache ich auch heute, glaube ich, nicht mehr viel. Vielleicht gehe ich noch ins Gym mit einem Freund, vielleicht auch nicht. Muss ich mal gucken, weil der hat noch Kickboxen. Und ja, sehen wir uns auf dem Rückweg. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Ranzen ist abgestellt. Ich werde jetzt noch schnell was Kleines essen oben
Und in 30 Minuten muss ich wieder weiter, weil da werde ich dann abgeholt von einem Freund. Da gehen wir dann zusammen ins Gym, trainieren da ein bisschen. Also, mein Freund ist jetzt hier und wir gehen jetzt ins Gym und dann nehme ich euch auf den Hinweg mit und zeige euch mal das Gym. Bis gleich. Also, wir sind jetzt im Gym angekommen. Ich weiß nicht, ob man mich hört, weil Musik ein bisschen laut und generell auch ein bisschen lauter. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall im Gym angenommen. Wir trainieren jetzt hier Beine. Und ja, ich kann jetzt nicht so viel zeigen, aber ich probiere mal so ein bisschen was Kleines mal aufzunehmen von den Übungen. Okay, also wir sind jetzt auf dem Heimweg, wir sind jetzt fertig trainieren. Er fährt mich jetzt nur nach Hause, dann gibt es auch schon Abendessen. Und dann muss ich, glaube ich, noch ein bisschen was für die Schule machen. Und dann war es so eigentlich schon mit dem Tag. Bis gleich dann, wenn ich zu Hause ankommen bin. Also, ich bin jetzt zurück. Ich mache jetzt auch nicht mehr viel heute Tag, so gut wie rum. Wir haben jetzt 18 Uhr. Ich werde dann noch was mit meiner Gastfamilie essen. Ein bisschen was für die Schule fertig machen. Vielleicht noch hier das Basement durchsaugen. Wenn euch mein allererstes Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Abonniert Kulturwerke Deutschland auf TikTok und Instagram. Und macht ein Auslandsjahr, weil es war bis jetzt die beste Entscheidung. Ich habe schon so viel erlebt und ich bin gerade mal einen Monat in Amerika. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.